Wie geil. Ich rede schon die ganze Zeit und mit euch, aber stimmt, ich habe die Aufnahme ja beendet. Ich habe einen gefunden, hier bei Steinfall. Auftrag abgeschlossen, Odins Raben, Alpha das Augenlicht. Hier war auch übrigens ein mystisches Tor. Das hatte ich zwar befreit, also ich habe das aufgemacht. Was soll ich sagen? Ich zeig's euch nochmal. Weil hier habe ich ja jetzt alles. Da bin ich hier früher gestrandet. Dann bin ich hier entlang gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Hier, ich habe das hier sogar aufgemacht. Da habe ich das Tor hier gesehen. Aber ich bin nicht hingegangen, sodass es gezählt hatte. Und genau das gleiche vermute ich hier auf der Insel. Ich glaube, hier gab es nämlich auch so ein Tor, aber ich habe es komischerweise nicht geöffnet, glaube ich, oder so. Ist keine Ahnung. Da haben wir 30 von 30 mystische Tore. Eine Wissensmarkierung fehlt uns immer noch eine. Und hier steht jetzt Odins Raben erledigt, 42 von 43. Und legendären Truhen fehlen uns noch drei. Irgendwo muss was sein, wo ich noch nicht war. Ich habe eigentlich alles wirklich durchgehend irgendwie erkundschaftet. Aber irgendwie fehlen mir sogar noch drei Truhen und das verstehe ich nicht. Also hier bei Seder 9 ist noch ein mystisches Tor und irgendetwas Unentdecktes. Das könnten die Truhen sein, also die legendären Truhen. Drei Stück, die uns ja noch fehlen. Ansonsten, oder die Wissensmarkierung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was uns hier noch fehlt. Ich weiß einfach nicht, wo ich hier bei den Seder 9 noch nicht war. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dass ich den Raben nicht gefunden hatte, das ist ja wieder was anderes. Die sind ja immer gut versteckt. Aber überall, wo man hingehen kann, war ich bis jetzt. Die Insel könnte ich jetzt mal säubern von den komischen Viechern hier. Vielleicht ergibt das irgendwas Neues. Wenn ich mich habe ich die Geschichte des Riesen Berjelmir noch nicht erzählt. Oh ja, ich habe noch eine Geschichte. Fröhlicher als die anderen. Ah ja, etwas. Sie beginnt mit einem Ozean aus Blut. Endlich eine interessante Geschichte. Falls ihr es noch wisst, Ymir, der erste Riese, wurde von Odin mit einem Speer getötet. Mit seinem Blut beginnt unsere Geschichte. Ymirs magisches Blut strömte in einer so heftigen Sturzflut aus ihm heraus, dass eine große Überschwemmung folgte. Die Jötnar waren nicht darauf gefasst und so wurden sie allesamt von der Flut davongetragen. Nicht nur Ymir, sondern das Volk der Riesen stand vor der Ausrottung. Damit wäre Odins Sieg vollkommen gewesen. Doch nicht alle von Ymirs Sippe starben an jenem Tag. In einem hohlen Baumstamm konnte sich der Frostriese Berjelmir über Wasser halten, ebenso wie seine Gemahlin. Wochenlang trieben sie umher, bis sie schließlich auf ein neues Land stießen. Sie nannten es Jötunheim und machten es zu ihrer neuen Heimat. Als Vater und Mutter brachten sie neue Generationen hervor und als König und Königin machten sie Jötunheim zu einem Land, in dem die Riesen niemandes Herrschaft mehr unterstanden. Berjelmir suchte niemals Vergeltung für Odins Gräuel. Dass er in Frieden lebte, war Rache genug. Er starb friedlich, inmitten seiner großen Sippschaft. Jeder erinnerte sich an ihn als Berjelmir, den Geliebten. Berjelmir, der Geliebte. Hm, so habe ich noch keine Geschichte enden hören. Zumindest... Berjelmir und seine Königin überlebten die Flut aus Ymirs Blut und gründeten Jötunheim. Sie strebten nicht nach Rache, außer um zu überleben und sein Volk zu helfen. Berjelmir, der Geliebte, ein glückliches Ende. Keine Ware. Das tun wenige.
So, hierfür dürfte ich ja mittlerweile stark genug sein. Wow. Ach komm, machen wir es so. Level 7 ist der Wahnsinn. Geht doch. Haben sie doch jetzt alle platt. Unsere Gegner sind stark. Aber nicht stark genug. Ich habe immerhin die Königin der Valkyren schon besiegt. So, hier haben wir nämlich noch eine Truhe. Das wusste ich aber. Nur nicht mehr dran gedacht. Und dadurch fällt mir sogar direkt noch eine Truhe ein. Was haben wir denn hier? Zorn der Titan. Oh. Mhm. Macht viel Schaden. Also Schaden wäre komplett sogar. Das können wir nehmen. Okay, das wäre es hier einmal. Legendären Truhen 24 von 86. Genau, das war nämlich eine jetzt da davon. Aber hier steht immer noch unentdeckt. Irgendwas haben wir unentdeckt. Ich weiß aber einfach nicht, was... Gut, wir gehen jetzt noch auf diese Lichtalbeninsel. Da ist nämlich, nehme ich mal an, das letzte Tor, was ich komischerweise noch nicht geöffnet habe. Oder aktiviert habe. Nicht ganz oben. Da ist eigentlich auch ein Tor, aber auf der Karte wird mir keins angezeigt. Und das heißt ja sowieso, mir fehlt noch eins. Das nehme ich mal an, dass es das ist. Wie gesagt, ich war eigentlich schon überall. Also ich kenne jetzt nicht das irgendwie eine Stelle, wo ich noch nicht war. Selbst hier drin war ich ja schon. Schade, kann ich nicht hochklettern. Okay. Ah, ist ja gut, ey. Oh, was ist denn mit dem los? Weil die sind alle Level 8. Okay, der nicht.
Okay, viel Schaden haben sie mir trotzdem nicht angerichtet. Eigentlich wollte ich das noch einsammeln. Ach, guck an. Voll das Rumgeklettere hier. Da oben habe ich sogar auch so einen Teil vergessen. So, und hier oben war doch eigentlich auch ein Tor, oder nicht? Hm. Okay, komischerweise doch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, hier oben wäre ein Tor gewesen. Okay, scheinbar doch nicht. Dann hatte ich mich wohl verguckt. Eine Kette über sich. Hm, ich sehe hier aber auch sonst nichts weiter. Schade, ich habe gedacht, hier hätte ich ein Tor übersehen zu aktivieren, aber anscheinend nicht. Gut, dann fahren wir noch zu der einen Insel, wo ich weiß, dass ich da eine Truhe nicht eingesammelt habe. Weil ich da meine Chaos-Klingen noch nicht hatte. Ach, guck mal an, da ist sogar auch noch. Okay. Dann muss ich da dann wohl wieder als nächstes hin. Also die Gegner werden trotzdem immer stärker, die hier immer wieder auftauchen, habe ich so das Gefühl. So. Was haben wir hier? Explosive Griffe des Feuers. Geringe Bonusaktivierungschance, um bei jedem erfolgreichen Klingentreffen mit einer Feuerexplosion Brandschaden bei einem Gegner in der Nähe zu verursachen. Schön. Ach, guck an, da hinten ist ein Nebel. Nehme ich zumindest an. Ich
Könnte aber auch nur die Flamme sein. Aber falls es der Nebel ist, der mir noch fehlt, wäre das der Hammer, wenn ich den so gesehen jetzt kriege. Aber nee, ich glaube, das war nur die Flamme dort. Jupp, das war wohl diese Flamme. Jupp, das ist die Flamme von diesen Geistern hier. Schade. Oh, guck mal, da ist eine Truhe, die wir noch gar nicht haben. Sehr schön. Weiter geht's hier nicht. Nö. Okay, das ist wieder hier hoch. So, ein Ziel haben wir ja jetzt noch, das wir wissen. Okay, scheinbar war ich wohl doch noch nicht überall, wie es aussieht. Ich kannte diesen Sarkophag, aber anscheinend durch meine Freundin. Sie war dort nämlich schon und ich dann wohl noch nicht. Na toll. Ich sehe etwas im Wasser. Dann nimm es dir. So, wir gehen jetzt hier auf die in den äußeren Ring. Und schau mal, was es dort noch zu holen gibt. Oh, ich merke gerade einen schönen Wind hier durch die Wohnung gehen. Ich frage mich, wo der letzte Nebel sein soll. Der letzte Weltenriss. Irgendwie habe ich da keine Ahnung, wo der sein soll. Oh, hier kann man aber echt endlos rennen. So, ich nehme an, das ist unsere letzte legendäre Truhe. Falsch. Yeah, was haben wir denn da? Blau, gewichtlose Kriegsgriffe. Mhm.
So, legendäre Truhen haben wir jetzt. 26 von 26. 98% abgeschlossen. Uns fehlt immer noch ein mystisches Tor. Und eine Wissensmarkierung Midgard insgesamt. Also ich weiß jetzt leider noch nicht wo. Aber ich habe überall 100%. Außer hier. Hier fehlt eins. Aber den Jötnerschrein habe ich doch gefunden gehabt eigentlich. Hier haben wir alles. Hier steht ja zum Beispiel auch Wissensmarkierung. Hier steht einfach nur unentdeckt. Hier gab es gar keine. Hier haben wir alles. Region der Berg. Hier fehlt die Wissensmarkierung von uns. Okay, dann wissen wir wenigstens, wo wir das finden. Aber das eine mystische Tor. Region Seder 9. Da bin ich jetzt wieder. Okay. Das hier zählt noch als Seder 9 Dings da. Das ist Vorland. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hier ist Freya. Wo sind wir denn hier? Vanaheim-Turm. Okay. Komische Sache. Ich drücke jetzt mal wieder auf Aufnahme beenden, weil insgesamt haben wir jetzt wieder eine halbe Stunde Filmmaterial. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder, beziehungsweise sobald ich was gefunden habe und dann fange ich ab da wieder an aufzunehmen. Okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen langweiliger ist, weil ich nur rumsuche. Aber für jemanden, der natürlich auch die 100% haben möchte und nicht weiß, wo es was zu finden gibt, der ist bei mir natürlich dann auch gut aufgehoben, weil ich das ja alles in die Beschreibung reinschreibe, wo was zu finden ist. Okay, auf Wiedersehen und ja, das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer mit von Nöher Gameplays als Hobby auf Sammelkurs. Auf Wiedersehen und tschüss!